Am 19. August traf sich die Allgäuer Räderrunde am Münchner Flughafen mit einem gemeinsamen Ziel. Das Land des Whiskys, der Highlands, der Schottenrücke und der Dudelsäcke. Unser Ziel war Schottland. Humankind, where's your paradigm? Where's your inner voice above the noise? Over time, we burn like dynamite. Nach wenigen Stunden Flug und einem Zwischenstopp in Amsterdam landeten wir schließlich in Edinburgh. Aber das ist alles super gelaufen. Die Stimmung ist gut und ausgelassen. Unsere Rucksäcke sind voll mit Sauerkraut. Aber fängt alles schon mal gut an. Für die erste Nacht in Schottland ließen wir uns unweit des Flughafens nieder. Der nächste Morgen begann mit der Heiligen Messe und einer kurzen Polizeikontrolle. Dann machten wir uns in unseren Tramgruppen auf, mit dem Ziel Inverness. Misstrauiger Schauen. Jeder hatte da so seine eigene Methode. Der Pader hat einen Platz gekriegt. Auf so einer Tramfahrt lernt man viel über Land und Leute. Man kommt mit den Menschen ins Gespräch, redet über Politik, über Weltanschauungen, über den Verkehr. Und wenn man Glück hat, fährt man manchmal sogar mit einem Ford ST mit. Langsam sah die Umgebung auch etwas schottischer aus. Viel Grün, Hügel und natürlich Whiskybrennereien. Ja, kein Wunder, dass die so früh angekommen sind mit so einem Schild. Überall stehen hier Kirchen rum. Inverness Castle. Eckhart, die Schotten kommen. Nun begann unsere Wanderung auf dem Glen Affric Trail in Richtung Loch Ness. Und plötzlich waren sie da. Pilze. Der Pater hält unser Abendessen in Händen. Alles war voll damit. Alle paar 100 Meter hielten wir an und fingen an zu grasen. Wir hielten auch nach anderen Proteinquellen Ausschau. Knusprig und schleimig. Mit einem vollen Korb mit Pilzen zogen wir dann weiter. Und schon begrüßte uns unser Freund der nächsten Wochen, der Wind. Okay.
An unserem Lagerplatz angekommen, machten wir uns gleich daran, das Gesammelte zu verarbeiten. Natürlich haben wir auch täglich unsere Wäsche gewaschen. Was schlürfst du da Leckeres? Eine hervorragende Brühe. Und zwar Nudelwasser mit einem Brühwürfel. Ich sag's euch, das ist der absolute Traum. Am nächsten Tag ging es dann weiter zum Loch Ness. Und wir glauben es nicht, wir haben es wirklich gefunden. Wir haben es gesehen, der Matthias hat es entdeckt. Da ist es. Da. Du musst am Busch sitzen, Matthias. Grillt es. Ah, das gibt gute Filets, glaube ich. Ja. Ein bisschen fettig schaut es aus. Und ein bisschen zäh, das bewegt sich so wenig. Ich habe offensichtlich ein Problem mit dem Tempo. Da wir an diesem Abend nur sehr schlecht unsere Heringe in einen Forstweg rammen konnten, mussten wir uns anderweitig helfen. Zum Glück lagen da ein paar Reifen am Wegrand. Originale Nichtskönner! Könnte ich mein Bandmaß halten? Die Mitchers sind da. Überall. Nein, nicht in mein. Nicht in meinen Ärmel reinkriechen. Da. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Sammlerst Pilz, dann sparst du Schleppe. Ruhiger ordentlich Fett rein. Das bringt den Geschmack und das bringt Kraft. Ich meinte aber gern mager. Low Carb. Gib dir gleich mager. Low Carb ist mehr Fleisch. Low Carb. So nimmt man sein Frühstück ein, wenn rundherum alles voll mit Mitches ist. Dann kann man das Netz mir nicht unten lassen. Ich nenne es das wandernde Frühstück. Irgendwie ist das ungemütlich. Das Problem bei Mitches, es gibt nichts, was sie abhält, dich zu stechen. Außer Laufen. Und weiter ging's durch die schottischen Highlands. Wir sehen da unten Traumstrand, Sandstrand, like, gefällt mir. An diesem Abend waren wir uns nicht sicher, ob wir überhaupt noch einen sinnvollen Schlafplatz finden, und dann kam diese Hütte. Also die Wiese hier ist sehr saftig, sehr saftig. Uiuiui. Thank you.
Sie sind wieder da. Ich bin schlicht und ergreifend anziehend. So sieht heute unser Abendessen aus. Jeder läuft irgendwo rum. Weil die Mitches nicht zu ertragen sind, wenn man sich einfach irgendwo ruhig hinsetzt. Es gab sogar Fische im See. Zugegeben, nicht gerade Speisegröße. Leute, wer rastet, rötet. Also auf. Nächste im Mund. Ah. Auch am nächsten Tag ging's wieder durch Traumkulisse. Nett hier, okay. Schaut mal, was hier dran steht. Nett hier. aber wahnsinnig schon in Baden-Württemberg. Schön, du hast gerade deine Salami angezündet. Ja. So reinigt man einen Zeltplatz. Ah, ich hab's gehört. Jetzt bräuchten wir halt einen Kanalreiniger. Ja, wenn wir den nur hätten.
Was wir hier sehen, ist eigentlich eine Fata Morgana, denn eigentlich gibt es in Schottland gar keinen reinen blauen Himmel. Das ist schon sehr seltsam. Ja. War nicht so schwer, oder? Wir trampen weiter zur Isle of Skye. Schon von Weitem begrüßte sie uns mit mysteriösen Nebelschwaden. Der Einstiegspunkt für unsere neue Route lag am Old Man of Storr, eine sehr markante Felsformation. Doch gerade als wir unser Zelt aufstellen wollten, kam ein starker Wind auf. Und Nebel nahm uns die Sicht. Ja, und weg ist die Quote. Ganz spezielle Situation. Mir gab der Eröffnungsvers, der passt jetzt ziemlich gut. Unsere Hilfe kommt von Gott. Wir sehen jetzt gerade, wie schwierig alles ist. Das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, wie auch geistige Leben auf Sturm kommen kann. Sturm kommt, Sturm geht, aber Hunger bleibt. Am nächsten Morgen konnten wir einen wunderschönen Sonnenaufgang bestaunen. Die Kote hat standgehalten in der Nacht, aber der Wind war immer noch ordentlich. Zeit für ein Gruppenfoto.
waren zwei entspannte Tagestouren geplant. Doch wir merkten bald, dass daraus wohl nichts wird. Der Regen kam von allen Seiten, von oben, von der Seite und sogar von unten. Bei diesen Bedingungen war ein Zelten auf dem Bergkamm unmöglich. Wir beschlossen also, die zwei Tagestouren in eine zu packen und abzusteigen. Die Stimmung ist gut. Jetzt sieht man den Weg wieder ordentlich. Jetzt geht's, glaube ich, relativ fix, oder? So, wir haben jetzt es geschafft, dank diesem schönen Bauer da hinten, dass wir hier jetzt in der kleinen, aber feinen Hütte unterkommen. Im Dach sind zwar ein paar kleine Löchlein, aber die werden uns nicht aufhalten. Und jetzt wird erstmal Sachen getrocknet nach unserem Gewaltmarsch. Tristan, was ist so dein Fazit des heutigen Tages? War entspannt, keine Anstrengung und vor allem war es trocken. Nicht. Nicht. Und das ist Gegenteiltag. Genau. Naja, gut, einen Vorteil hat es, man muss nicht waschen. Am nächsten Morgen wurden wir von Essensduft geweckt. Was haben wir denn hier Feines? Baked Beans. Sausages. Mini-Sausages. Die Bauersfrau hatte für uns ein echtes schottisches Frühstück vorbereitet. Baked Beans und Baked Beans, okay. Vater, wie schmeckt's? Beschreib das mal, wer noch nie Baked Beans mit Cheddar und... Er muss essen, den kann ich beschreiben. Das Ding ist nur sprechlich. Genau 6 Unzen kriegt jeder. Weißes Gold. Das wird. Das haben wir es dann ja mal schon genau, gell? Nehme ich ja Briefmarkenwagen mit. So, wir wurden schon wieder reich gesegnet und bedacht mit Buns und Sausages und Wedges und Chicken Nuggets, muss man schon fast sagen, gell? Was? Fisch? Ne, sind Chicken. Tastes like Chicken. Oh, sogar Ketchup gibt's. Zum Abschied bedanken wir uns mit einem kleinen Ständchen. Da wir am Vortag ja einen Tag zu viel gelaufen waren, konnten wir es an diesem Tag mal richtig ruhig angehen lassen. Und vielleicht auch mal ein schönes Bad nehmen. Wo ist meine Quietscheente? Unser liebstes Abendrundenspiel war natürlich Mord in Palermo. An diesem Tag hatten wir vor, einen Panorama-Küstenweg zu wandern. Was das bedeutet, mussten wir später feststellen. Und weiter geht's. Wanderwege in Schottland sind ein bisschen wie Trüffel. Man weiß, es gibt sie, aber die wenigsten finden sie. Vielleicht photoshoppe ich da jetzt einfach einen blauen Himmel hin und eine Sonne, dann schaut das toll aus.
bis zum Bauchnabel in der Erika drin. Hier sehen wir die Mischung aus Schaf und Pitbull. Seltsame Viecher. Ziel an diesem Tag war Duntulum Castle, an der Nordküste der Isle of Skye. Da ist sie, die Sonne. Es regnet zwar immer noch, aber die Sonne ist da. Da wir direkt an der Küste waren, wollten wir dann doch unser mitgebrachtes Angelzeug ausprobieren. Also, Petri Hai. Aromen. Ja. Zusammenpacken, dass wir uns hier in der Viertelstunde zur Abrunde treffen. Zugegeben, vielleicht war es nicht die sinnvollste Idee, so windexponiert direkt an der Küste zu zelten, denn in der Nacht lag dann die Kote auf uns drauf. Zeltstange gebrochen. Aber ein Pfadfinder weiß ich zu helfen. Notfalls mit Ducktape und Schnur. An diesem Morgen konnten wir noch einmal richtig das schottische Wetter genießen. Mit dem Bus ging es zurück nach Inverness und von dort aus wollten wir dann zurück nach Edinburgh treppen. What is the name of the dog? Poppy. 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 It's a flower. They talk about Flanders. I think that's Belgium. Flanders. Yeah, yeah, yeah. And they talk about the poppy fields, the red poppies that grew wild. I've never seen them, but bei Dauerregen mitgenommen zu werden, ist manchmal gar nicht so einfach. Nach 2 Tagen schafften es trotzdem alle bis nach Edinburgh. Dort konnten wir auf einem speziellen Campingplatz nur für Pfadfinder übernachten. Am nächsten Tag brachen wir auf, um die Stadt zu erkunden. Die Stadt Edinburgh versprüht ihren ganz eigenen Charme. Mit ihren vielen alten Kirchen, Burgen und anderen historischen Gebäuden. Es gab sogar eine Reliquie der heiligen Faustina. Die Stadt verbindet Geschichte mit Moderne. Sieht man Holyrood Palace, der offizielle Sitz der Queen in Schottland.
So, dieses komische, neu gebaute Zeug da, das ist das schottische Parlament. Gottes Willen. Leider nicht ganz unsere Preisklasse. Immer wieder schottisches Wetter, es regnet und gleichzeitig scheint die Sonne. Es ist immer dasselbe. Jetzt sind wir einfach was gerade kurz nochmal schön nass geworden, bevor wir unser Abschlussessen machen. War ja klar. Nachdem wir unser letztes Geld für das Abschlussessen ausgegeben hatten, fuhren wir mit dem Bus zurück zum Flughafen. Aussteigen! Es gab sogar ein Abschlussfeuerwerk. Doch alles konnte nichts daran ändern. Die letzte Nacht in Schottland kam. Wie war die Nacht? Kalt, windig und kurz vor allem, oder? Und hier eine hohe Flugbelastung, ja? Ganz kurz große Flugzeuge. Vom Pater Stefan mussten wir uns schon am Flughafen verabschieden, doch zuvor feierten wir noch die Heilige Messe. Tschüss, Schottland. Und es endete alles dort, wo es begann. Was für eine Fahrt.